Löse mit der Ursache deine dauerhaften Beschwerden. Es ist mir ein Anliegen, nochmal ein Video dazu zu machen, um einfach nochmal das Verständnis herauszustellen, warum es so wichtig ist, Ursachenforschung zu betreiben, das heißt in der Diagnostik, als auch ursachenbasierte Therapie zu machen, bei chronifizierten Beschwerden vor allem, und nicht nur nach dem Symptomenbild zu gehen. Ganz sinnbildlich, was ich immer sehr schön und anschaulich finde, wenn wir uns vorstellen würden, du wärst ein LKW-Fahrer und du hättest einfach LKW-Reifen an deinem LKW und du würdest mit einem dieser 6 LKW-Reifen durch Nägel oder Schrauben fahren und in diesem einen Reifen wäre einfach dauerhaft diese Nägel drin und würde immer wieder die Luft entweichen, dann bringt es doch nichts, wenn du weißt, verdammt nochmal, dass in diesem Reifen keine Luft mehr drin ist. Das weißt du ja selber. Dann fährst du quasi zur Tankstelle und lässt immer wieder Luft hinein in diesen Reifen. Erst vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde ist er wieder gefüllt, wegen mir auch 3 Stunden. Und danach geht die Luft wieder raus. Das heißt, es zeigt in deinem Instrumentarium wieder an, Luft entweicht. Und was machst du? Dann fährst du wieder raus und lässt wieder Luft rein. Und jetzt kommt's. Solange diese Nägel oder diese Schrauben in diesem Reifen drin sind, kannst du doch so oft du möchtest an die Tankstelle fahren und in die Luft hineinpumpen. Was soll es denn am Ende des Tages bringen? Also mal ganz objektiv betrachtet. Reproduzierbar auf Symptomatik bei Menschen, zum Beispiel immer wieder Darmprobleme, immer wieder Entzündungen im Darm. Nehmen wir an, eine chronisch entzündliche Darmschleimhautentzündung. Also was ganz Einfaches. Du spürst, es ist ein Schmerz da, es ist ein Druckgefühl da, der Stuhlgang ist verändert, du weißt, da ist eine Entzündung und du gehst immer wieder zum Arzt oder zum Gastroenterologe und du würdest hergehen und würdest versuchen, sinnbildlich immer wieder Luft in diesen Reifen zu pumpen. Das heißt, du nimmst ein Medikament ein gegen zu viel Magensäure, gegen Entzündung im Darm, gegen diese Unruhe im Darm. Was bringt's? Genauso viel wie beim Autoreifen oder beim LKW-Reifen. Solange du nicht weißt, woher diese Entzündung kommt, ist es dir unmöglich, und zwar unmöglich, das Ding zu therapieren. Wie soll das denn gehen? Es gibt pharmakologisch zig Substanzen, die entzündungshemmend wirken, die quasi darmmotilitätshemmend wirken. Das heißt, es gibt Substanzen, die wirken auf die Eigenbewegung vom Darm, entweder beschleunigend oder hemmend. Was bringt's? Es bringt nichts. Warum? Weil du musst die Ursache wissen. Und das ist nicht nur beim Darm so, sondern das ist bei jeder Symptomatik. Egal welche man hernimmt, ist das der grundlegende Faktor, der leider in der S3-Leitlinie in der Schulmedizin außen vor gelassen wird. Selbst wenn du blutige Durchfälle hast und du gehst in die Notaufnahme, dann wird dir gesagt, du hast blutige Durchfälle. Und du hast eine Entzündung im Darm. Dann wird etwas gemacht gegen eine Entzündung im Darm. Da wird dann ein Regime erstellt aus Cortison und Antibiotikum. Und dann darfst du nach ein paar Tagen wieder nach Hause. Das heißt, du bist lebenslang dann damit beschäftigt, Luft in diesen Reifen zu pumpen, obwohl sie wohl wissentlich immer wieder entweicht. Weil du weißt und spürst, Scheiße, die Ursache ist ja noch da. Es ist unzureichend. Und daher kommt der Ansatz der Integrativmedizin. Wir wollen also schauen, welche Faktoren sind es denn, die dazu geführt haben, dass du diese Entzündung im Darm hast, dass du eine Depression hast, dass du eine Multiple Sklerose hast, dass du einen Morbus Parkinson entwickelt hast, warum du den ganzen Tag müde, erschöpft bist, aber gleichzeitig nicht gut schlafen kannst. Verstehst du? Das heißt, die Herangehensweise unterscheidet sich grundlegend und wir arbeiten quasi ursachenbasiert. Das heißt, wir finden heraus, welche biochemischen Prozesse sind denn nachhaltig gestört, durch was und werden das behandeln. Und dadurch kann sich eine Symptomatik, die sich jetzt zeigt, wieder verbessern. Wenn es sein muss, kann man ja immer noch symptomatisch und symptomenbasiert mittherapieren. Aber niemals nur das. Es muss die andere Seite stattfinden. Und das ist leider ein Punkt, der ist in der Leitlinienmedizin nicht gegeben, vor allem, weil einfach die Kassenleistungen es
so stringent verhindern, dass über den Tellerrand hinaus quasi Diagnostik betrieben wird. Wenn es aber für dich in Frage kommt, dass du unbedingt mal wissen möchtest, woher deine Beschwerden kommen und vor allem, was man auf Basis der Analytik zielgerichtet und effizient machen kann, dann lade ich dich ein, vereinbare einen vollkommen kostenfreien Telefontermin bei uns. Da darfst du mit einer unserer Mitarbeiterinnen sprechen. Sie wird dir erklären, was unser System beinhaltet, was der Umfang ist, was die Kosten sind, die auf dich zukommen. Du kannst deine Fragen stellen und dann können wir entscheiden, ob du mit deinem Anliegen und deiner gesundheitlichen Situation bei uns richtig bist, sodass wir nachher wirklich nachhaltig, effizient und zielgerichtet mit dir arbeiten können. Und dann entscheiden wir, ob wir dich hier aufnehmen können und mit dir arbeiten können. Ansonsten, wenn dich die biologische Medizin und die integrative Medizin schlichtweg ansonsten auch interessiert, dann abonniere unseren Kanal, hau die Glocke, lass ein Like da oder schreib gerne hier etwas im Chat. Dann kann ich nochmal drauf eingehen, vielleicht über ein anderes Video. Schau auf unserer Homepage vorbei und ja, wenn du einen Termin möchtest, ruf einfach an. Wir kümmern uns drum. Bis ganz bald, dein Benjamin Börner.